tatsächlich Dinge gibt, wo man sehr viel mehr Geld für die Öffentlichkeit holen könnte und dass es wirklich auch Kriminalität gibt, die den Steuerzahler in Milliardenhöhe belastet. Das hat ein anderes Ereignis gezeigt, was wir ja jetzt auch beobachten konnten und zu dem ich etwas sagen möchte, nämlich der Rücktritt einer der couragiertesten und mutigsten Staatsanwältinnen in unserem Land, von Frau Brohilker, die auch sehr bekannt ist als Jägerin der Cum-Ex-Betrüger, die auch gegen Herrn Scholz eigentlich ermitteln wollte, unter Druck gesetzt wurde, dass sie das nicht tut. Gegen Herrn Scholz, weil er nun bekanntermaßen immerhin einem Großbetrüger in Cum-Ex-Geschäften dabei helfen wollte, zumindest mutmaßlich. Man kann das ja nicht belegen, aber es ist zumindest sprechen handfeste Indizien dafür, einem Großbetrüger dabei helfen wollte, sein erbeutetes Betrug Geld zu behalten und es zu Lasten des Steuerzahlers in Hamburg in die eigene Tasche zu stecken. Das hat sie dann am Ende nicht durchsetzen können und sie hat jetzt auch zu ihrem Abschied sehr, sehr deutliche Worte gefunden, wo sie der Meinung ist, dass hier wirklich nach wie vor auch der Staat betrogen wird, auch die Cum-Ex-Geschäfte nach wie vor laufen in etwas abgewandelter Form, weil es wenig Kontrollen gibt. Sie hat auch wörtlich gesagt, dass das Prinzip sei, auch gerade bei Finanzkriminellen, dass man eben die Kleinen hängt, aber die Großen lässt man sich freikaufen. Das ist ein richtiger Skandal. Ich meine, bei Cum-Ex und Cum-Cum, das sind ja ähnliche Finanzbetrügereien, reden wir insgesamt über einen Finanzbetrug zulasten des Steuerzahlers von über 30 Milliarden Euro. Das ist also einer der größten Finanzbetrügereien, die es in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Ja, und es hängt natürlich nicht zuletzt daran, dass die Justiz bei der Aufklärung dieser Betrügereien offensichtlich wenig Rückendeckung von der Politik bekommt. Sogar vielleicht müsste man sagen, das Gegenteil ist der Fall. Sie bekommt Steine in den Weg gelegt. Das ist nicht erstaunlich. Bei einem Kanzler, der selbst in diesen Geschäften verwickelt war und sich jetzt mit Erinnerungslücken rausredet, bei einem Vielleicht geht Wagenknecht da gleich noch genauer drauf ein, aber da gibt's einen guten Artikel von den Nachdenkseiten zu. Der heißt Schützt den Scholz. Also könnt ihr euch alle angucken, könnt ihr auch hier auf YouTube suchen. Den gibt's eingelesen, könnt ihr euch auch auf Spotify anhören. Und da wird beschrieben, wie die Arbeit von Brohilker schon immer wieder ja demontiert wurde, wie immer wieder versucht wurde, ihr Steine in den Weg zu legen. Und ja, jetzt hat sie anscheinend entnervt aufgegeben. Also das ist schon politisch gewollt, dass da nicht aufgeklärt wird. Und das wird in diesem Nachdenken-Seitenartikel ziemlich gut beschrieben. Ich suche den mal kurz raus. Dem grünen Justizminister, mit dem ja Frau Brohilker auch direkt zu tun hatte, der sie zunächst entmachten wollte, der alles getan hat, um ihr ihre Aufklärungsarbeit zu erschweren, aber auch angesichts eines CDU-Oppositionsführers, der immerhin in Kontrollorganen von Finanzinstituten saß, die sehr wahrscheinlich auch Cum-Ex-Geschäfte gemacht haben. Das heißt, die Politik ist hier tief involviert und das ist natürlich ein Riesenskandal für den Steuerzahler und eigentlich aber auch für den Rechtsstaat. Umso froher bin ich, dass wir als BSW mit einem Spitzenkandidaten Fabio De Masi in den Europawahlkampf ziehen, der nicht zuletzt als Jäger dieser Cum-Ex-Betrüger sich einen Namen gemacht hat, der dort sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet hat und der unter anderem ja auch Herrn Scholz angezeigt hat in Hamburg, allerdings dort auf eine Staatsanwaltschaft getroffen ist, die erkennbar wenig Interesse an der Aufklärung hatte. Deswegen Ja, absolut, absolut. Ich habe den Artikel von den Nachdenkseiten nochmal rausgesucht. Hier, Schützt den Scholz, wie Deutschlands oberste Cum-Ex-Jägerin abserviert werden soll. Den hatten wir uns damals im Stream auch schon angehört, aber verlinken hier nochmal. Und ja, der sei an dieser Stelle wirklich jedem empfohlen. Vielleicht packe ich auch in die Videobeschreibung, dass jeder da draufklicken kann. Da wird, hat leider nur 10.000 Aufrufe, aber da wird minutiös nachvollzogen, wie die Arbeit von Brohilker hier demontiert wurde. Wie man versucht hat, eine Aufklärung zu verhindern. Und jetzt ist sie, wie gesagt, zurückgetreten, weil sie davon anscheinend genug hatte. Unterstützen wir auch sehr, dass es einen Untersuchungsausschuss zu diesem Thema gibt. Und ich denke, der Rücktritt von Frau Brohilker hat hier noch einmal die Notwendigkeit, Licht in dieses Dickicht zu bringen, sehr, sehr deutlich gezeigt.
Und selbstverständlich wünschen wir Frau Borchegger in ihrer neuen Tätigkeit alles Gute und viel Erfolg in der Aufklärung dieser Geschäfte und dieser Praktiken und eine weiterhin laute öffentliche Stimme.